In den 70er Jahren wurde das erste Dönerrestaurant in Berlin eröffnet und seitdem wurde der Döner zu einem beliebten Imbiss in ganz Deutschland. Doch woher kommt der Döner? Bei mir steht heute jemand, der es wissen muss, nämlich Mohsen Resek. Mohsen, erzähl uns doch mal ein bisschen etwas über die Geschichte des Döners. Die Geschichte des Döners ist normalerweise als Gyros erstmal gemacht in Griechenland. Dann wird in Türkei entwickelt, zum Beispiel als Hackfleisch und Scheibenfleisch, Döner. Und weiter kommt das in der ganzen Welt, in der arabischen Welt, auch in Europa, in Deutschland, Frankreich, überall, international. Jetzt ist es ja so, dass wir das ja normalerweise so kennen, dass wir hier in Deutschland meistens so ein Brot serviert bekommen, also so eine Art Sandwich, dann Fleisch und Salat. Wie ist das in anderen Ländern? Wird das da genauso serviert? Ja, das ist, da kommt die normale Döner zum Beispiel im Flatenbrot, kommt das Flatenbrot, dann kommt Soße drauf, dann Fleisch drin, dann kommt das Salat, dann kommt oben drauf das Soße. Mhm, verstehe. Dann gibt es ja auch ganz verschiedene Sorten von Döner, wie ich das verstehe. Also es gibt ja auch verschiedene Fleischsorten. Was hat es damit auf sich und wann und zu welchen Anlässen wird denn Döner beispielsweise in der Türkei serviert? Ja, gibt es in Türkei zum Beispiel oder in anderer Welt gibt es auch die Scheibenfleisch, nicht gehackt zusammen. Gibt es Scheibenfleisch oder gibt es diese Hähnchenfleisch, das ist nur Fleisch zum Beispiel. Und gibt es so die Hackfleisch auch? Jetzt ist es ja so, dass gerade in Deutschland auch immer wieder Bedenken aufkommen und viele Menschen darauf achten, dass sie sagen, naja, also ich möchte nur das Gesündeste essen und ich möchte auch genau wissen, wo das Fleisch herkommt. Wie ist das jetzt beim Dönerfleisch? Woher kommt das Fleisch genau? Wir arbeiten mit einer guten Firma, ist eingezeichnet in Berlin und da kommt uns die Hygiene immer und die kontrolliert das Fleisch und alles unter Kontrolle. Du bist ja jetzt schon seit ein paar Jahren in Deutschland. Erzähl uns mal ein bisschen, wie bist du nach Deutschland gekommen? Was ist da die Geschichte dahinter? Oh, das ist lange Geschichte. Ich habe erstmal sehr lange in Dubai gearbeitet, 5 Jahre in Dubai gearbeitet und habe ich meine deutsche Frau kennengelernt. Und dann, ich habe dort auch gearbeitet, ich habe auch eine Firma in Dubai, dann weiter bin ich in Deutschland und habe ich ein Geschäft gemacht, dann geht's, jetzt habe ich 2 Geschäfte, jetzt habe ich eine andere Dönerladen in Eilenburg und habe ich das hier jetzt neu gemacht. Also noch eins in Altenburg? In Eilenburg. Eilenburg? Eilenburg, ja, 15 Kilometer weit von hier, ja. Ja, und fühlst du dich wohl in Leipzig? Alles okay. Ich bin normalerweise als Bürger in Leipzig. Johann Wolfgang von Goethe hat ja mal so treffend gesagt, mein Leipzig lobe ich mir. Die Frage an dich als Abschlussfrage. Mein Leipzig lobe ich mir, weil? Weil ich lebe hier in Leipzig. Ja, das ist fast meine Stadt. Das ist doch ein schönes Abschlusswort und ich würde sagen, dann lasse ich mich gerne einladen auf einen Döner und damit sind auch Sie herzlich eingeladen, vorbeizukommen hier ins Bistro Realo.